YouTube-Fans, heute habe ich für euch ein Spiel am Start, das sich viele hier auf meinem Kanal gewünscht haben. Es ist so, normalerweise zeige ich ja hier wirklich einen eher Nischentitel und kleine Indie-Games. Ich mache bei einigen Videos im Moment gerade mal eine Ausnahme, weil es eben einfach wirklich viele sehen wollten und weil es hier so ist, dass ich das ein oder andere Spiel eben einfach bekommen habe und immer wieder eine Nachfrage kam. Und dieses Spiel hier ist Cult of the Lamb. Und das ist ein Spiel, was mir sehr, sehr viel Spaß macht. Und ich habe hier die Switch-Version. Und weil es wirklich ganz heftige Tests zur Switch-Version gab, wo es hieß, die Performance ist saumäßig und es funktioniert alles nicht richtig und so weiter und so fort, da komme ich aber nachher noch zu, habe ich gesagt, okay, ich hau hierzu mal einen Test raus, wobei das schon eben so von der Erfolgsquote her schon nicht mehr so ein kleines Spiel ist, was so unterm Radar lang fliegt. Ich denke, dass das viele kennen werden. Aber nichtsdestotrotz wollte ich es euch nochmal zeigen. Ich habe das hier pre-recorded aus dem ganz einfachen Grund. Das seht ihr eben auch, ich habe es mit der Switch halt vorher aufgenommen, weil man eben verschiedene Echtzeitteile hat und wenn man das eben live hat, dann ist einfach die Problematik, dass man nie das zeigen kann, was eben gerade passiert oder was man gerade will. Ja, springen wir mal ins Spiel rein und ich zeige euch dann, worum es hier in dem Spiel geht. So, also das Spiel besteht aus mehreren Teilen. Zum einen habt ihr eben das Lamm und mit diesem Lamm, das klingt jetzt bekloppt, aber es ist so, werdet ihr sozusagen und müsst euch dann jetzt einen eigenen Kult aufbauen. Dazu lauft ihr dann hier durch die Pampa und da geht ihr dann hin und rekrutiert dann eben Anhänger für euren Kult, mit denen ihr dann hier interagieren könnt. Die könnt ihr segnen, die könnt ihr auch opfern, die müsst ihr zufriedenstellen, für die müsst ihr Quests lösen, seht ihr da rechts im Bild. Und dann könnt ihr hier eben alles Mögliche aufbauen. Und wenn ihr das gemacht habt, dann müsst ihr Ressourcen sammeln und den großen bösen Bösewicht dann eben eins auf die Rübe hauen. Und dazu habt ihr dann die Möglichkeit, hier roguelike-mäßig eben verschiedene Welten zu erkunden und Kämpfe zu bestreiten. Und da seht ihr schon, die Framerate ist tatsächlich etwas langsam. Man arbeitet aber für die Switch eben auch an diversen Patches. Das hier ist schon Pre-Patch rausgenommen und ihr seht aber auch, es ist schon so, dass man spielen kann. Also es ist jetzt nicht so, dass es hier irgendwie permanent ruckeln würde oder sowas. Das kann ich jetzt hier echt nicht sagen. Ja, und jedes Mal, wenn man dann eben hier die Umgebung erkundet, dann wird es random neu aufgebaut und dann kann man eben wieder neue Sachen sammeln. Und dann muss man eben aus verschiedenen Welten die Oberbösewichter hier plattwalzen. Dazu hat man natürlich auch Hilfe. Hier zum Beispiel bekommt man solche Karten und mit diesen Karten, also sowas wie Tarotkarten, kann man dann eben dieses Lamm bei jedem Run aufpowern und mit der Zeit findet man, das kennen wir alle, natürlich wieder neue Karten und damit kann man es den Bad Guys dann natürlich gehörig schwer machen, sodass natürlich jeder Run mit der Zeit etwas einfacher wird. Man findet dann Münzen, die man dann eben auch in jeden möglichen Schnickschnack stecken kann und die man dann eben zum Beispiel auch braucht, um sein eigenes Lager aufzubauen. Und damit kann man dann eben mit der Zeit immer mehr Anhänger bekommen. Oder hier seht ihr es gerade, haben wir gerade so einen Tentakel rausgehauen, eben irgendwelche coolen Extra-Skills bekommen oder eben einfach die Möglichkeit, irgendwelche netten Dekorationen für sein Lager zu bekommen und so weiter und so weiter. Letztendlich geht es eben halt darum, dass man möglichst viel hier an diesen Baddies verprügelt und dann hinterher immer Endgegner besiegt, mit denen man eben die Story weitertreibt. Ja, und ja, ihr seht es gerade hier, selbst wenn hier relativ viel auf dem Bildschirm los ist, wenn ich jemanden extra raushaue oder so, es bleibt zu jeder Zeit spielbar. Es ist, wie gesagt, durchaus etwas langsamer als auf anderen Plattformen, wenn ich das im Vergleich so ansehe. Ich habe es tatsächlich nur für die Switch, ich habe es nicht im Giveaway gewonnen. Ja, so viel Glück kann man haben. Und das ist schon so, dass man aus meiner Sicht merkt, dass es schneller laufen könnte. Aber wie gesagt, es sind Performance-Patches unterwegs und das hier ist vor dem Patch aufgenommen. Und aus meiner Sicht ist es schon so, dass es auf jeden Fall spielbar bleibt und dass es jetzt nicht irgendwie ein Riesenproblem wäre. Ja, und es gibt immer mal so Zwischensequenzen, wo dann eben in cartooniger Grafik erzählt wird, warum das Lamm in die Situation gekommen ist und wer ihm warum alles nach dem Leben trachtet. Denn laut einer finsteren Prophezeiung ist es eben so, dass das Lamm eben Unglück und Verheerung bringt, wenn es denn als letztes seiner Art nicht geopfert wird. Und es wird geopfert, aber es kehrt dann eben zurück und wird von so einer merkwürdigen Schattengestalt gebeten, dann hier mal ordentlich aufzuräumen, was das Lamm natürlich gerne macht, aber ganz ehrlich, wir haben auch keine anderen Möglichkeiten. So, und wenn man dann eben seinen Kult zusammenhalten will, dann muss man eben auch predigen und dann muss man auch Rituale durchführen und eben auch
Doktrinen aufstellen und damit kriegt man dann eben immer mehr Möglichkeiten, zum Beispiel sein Dorf auszubauen oder eben seine Anhänger dazu zu bringen, bestimmte Sachen zu machen, einem hier zum Beispiel bei Ernteaufgaben zu helfen oder ihr seht es da in der Mine, sich abzurackern, damit ihr dann weiterhin hübsche Sachen aufstellen könnt oder zum Beispiel euren Tempel verbessern könnt und eben noch mehr mit irgendwelchen Ritualen veranstalten könnt und eben noch mehr predigen könnt und eben noch stärker werdet und so weiter und so weiter. Aber Obacht, es ist auch so, dass man die kleinen Kerlchen bei Laune halten muss. Wenn man das nicht tut, das seht ihr gerade hier, dann wandern die irgendwann total erbost weg. Man kann versuchen, die zu halten, ist aber super schwer. Man kann ihnen ihre Lieblingsgerichte kochen, denn so Tamagotchi-like muss man die eben auch füttern und bei Laune halten. Und auch deren Häufchen wegmachen und so weiter und so weiter. So wie gesagt, wie man das von den kleinen Piepse-Dingern aus den 90ern kennt. Das kann ziemlich schnell ziemlich nervig werden. Aber man kann sich das mit der Zeit tatsächlich auch verbessern und dann eben hier auch so ein bisschen was sparen. Hier seht ihr gerade, wie ich die Kacke wegschaufel. Man kann diese Sachen aber für verschiedene Sachen brauchen und dann kann man sich auch neue Gebiete erschließen, in denen man dann auch wieder neue Geheimnisse lüften kann und merkwürdigen Figuren begegnen kann. Das seht ihr hier gerade, hier kann man zum Beispiel auch angeln, einen Leuchtturm erkunden oder einkaufen oder. Mit der Zeit wird das eben alles relativ komplex und man hat halt ziemlich viel Spaß, die Gegend zu erkunden und es gibt einfach ständig irgendeinen Blödsinn zu tun. Problem dabei ist, dass die Zeit halt weiterläuft. Während ich also jetzt hier zum Beispiel stehe und nachts am Steg angle, habe ich eben das Problem, dass jetzt in meiner kleinen Siedlung die Zeit weiterläuft. Ja, und manchmal renne ich in solche Bugs. Also hier zum Beispiel konnte ich in diesem Leuchtturm einfach mal minutenlang durchs Nirgendwo laufen. Das geht also tatsächlich. Und ja, auch von den Bugs ist es so, dass wohl noch einige gepatcht werden. Dieser hier ist, glaube ich, sogar schon gepatcht. Das weiß ich gar nicht so genau. Aber auf jeden Fall gab es am Anfang tatsächlich noch eine Menge davon. Aber es ist eben auch so, dass man dran arbeitet. Ja, und dann haben wir hier so eine Oberweltkarte und mit schaltet man dann eben ganz viel Zeug frei und kann eben überall hin. Und was ihr hier auch nochmal seht, die Ladezeiten sind teilweise auch wirklich noch recht lang. Ob sich das noch verbessern lässt, weiß ich nicht. Irgendwo ist die Switcher natürlich auch an der Grenze. Die Grafik sieht zwar simpel aus, aber sie ist es tatsächlich eben auch nicht. Das muss man eben auch sagen. Ja, und dann seht ihr eben auch, dass man eine ganze Menge machen kann und eine ganze Menge auch an Verstärkung für seine Figur kaufen kann, irgendwelche neuen Dinge freischalten kann. Ja, also das ist auf jeden Fall aus meiner Sicht was, wo ich sagen würde, das macht schon richtig viel Laune. Ich habe eine Menge Spaß mit dem Game und wie ihr seht, unspielbar ist es auf jeden Fall nicht. Ja, es gibt Bugs und ja, es gibt ein paar Slowdowns, aber nichts, wo ich jetzt sagen würde, das kann man jetzt nicht spielen, so wie einige das beschrieben haben. Oder da ist das ganze Spiel kaputt oder da geht gar nichts mehr. Ja, es gab ein paar Bugs, wo ich tatsächlich das Problem hatte, dass ich mich softgelockt hatte und bei einigen ist es auch so schlimm gewesen, dass die nochmal von vorne anfangen mussten. Aber nochmal, es wird daran gearbeitet und ich bin der Meinung, dass jetzt zum Erscheinen dieses Videos das schon viel besser aussehen müsste und wahrscheinlich auch schon viel besser läuft. Und ich bin ziemlich zuversichtlich, dass sie es in den Griff kriegen. Die sind sehr kommunikativ mit der Community und ich denke schon, dass das auf Dauer auf jeden Fall klappt. Insgesamt ist es ein echt tolles Spiel, was süchtig macht. Kleiner Wermutstropfen, selbst wenn man sich sehr gut um seine Anhänger kümmert, dann können die trotzdem abhauen und irgendwann werden die auch alt und dann segnen die auch das Zeitliche. Das heißt also, man sollte eben so eine ausgewogene Mischung haben zwischen Aufbaustrategie und eben auch dem Roguelike-Teil. Wenn man sich da nur aufs Aufbauen konzentriert, wird man das tatsächlich irgendwann gar nicht mehr hinkriegen. Dann wird man einfach einen riesen Wust an unkontrollierbaren Anhängern haben und dann macht es wahrscheinlich auch einfach keinen Spaß mehr. Ja, aber insgesamt ist es ein Spiel, was ich auf jeden Fall empfehle. Es macht mir eine Menge Spaß und ich hoffe, euch hat es auch Spaß gemacht, sich das Ganze anzuschauen. Bis dann. Ciao.